Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Umweltministerin Schulze, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns den Haushalt kurz anschauen. Wir sehen, die Kollegin Lemke hat es erwähnt, die Klimakrise spitzt sich jeden Tag zu, aber die Bundesregierung tritt angesichts dieser Bedrohung einfallslos auf der Stelle. Stillstand bei der Nationalen Klimaschutzinitiative, Stillstand beim Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und Stillstand beim Klimaschutzplan 2050. Auch dort bleiben die Mittel bei 8 Millionen Euro stehen. Der Klimaschutzplan wäre übrigens ein guter Plan, wenn Sie ihn denn mal umsetzen würden. Aber wir sehen nicht nur Stillstand, sondern mit Blick auf den Energie- und Klimafonds sogar Rückschritte. Das sind Milliarden Euros, die wir sofort hernehmen könnten für Energieeffizienz und für erneuerbare Wärme. Und was machen Sie? Sie lassen dieses Geld einfach ungenutzt liegen. Und dieser Stillstand, dieser Rückschritt machen ja nicht mal haushaltspolitisch Sinn. Sie spielen mit dem Feuer. Über uns hängen drohend die europäischen Strafzahlungen für das Nichterreichen der deutschen Klimaschutzziele. Sie haben es auf meine Anfrage hinzugegeben, Sie haben es im Umweltausschuss zugegeben. Die Bürgerinnen und Bürger werden in Zukunft zahlen müssen. Wir reden hier von einer Summe von 200 Millionen bis zu einer Milliarde. Dieser Haushalt birgt Stagnation, Rückschritt und Gefahren. Und warum? Weil Sie als Regierung in Sachen Klimaschutz der Gesellschaft hinterherhinken. Die Handwerkerin baut Solarmodule aufs Schuldach, die Bürgergenossenschaft plant einen Windpark. Man könnte jetzt meinen, die Industrie in Deutschland sei der größte Hemmschuh beim Klimaschutz. Aber nein, Sie sind es. Selbst der Bund Deutscher Industrie sagt, dass die Einhaltung der Klimaziele uns Wirtschaftswachstum bringt. Einzelne Unternehmen fordern, dass endlich die belohnt werden, die weniger CO2 verbrauchen, die sich etwas einfallen lassen, die effizienter sind. Sie fordern Wettbewerbsanreize. Man muss sich das mal als Marathon vorstellen. Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und große Teile der Wirtschaft sehen die Chancen des Klimaschutzes und laufen für ihn heiß. Und die Bundesregierung steht am Rand auf der Zuschauertribüne und schaut sich das an. Und nicht nur das, sie schmeißt den Laufenden auch noch Hindernisse in den Weg. Frau Ministerin, jetzt werden Sie sagen, ich laufe doch mit, ich habe doch die Vorschläge gemacht, beispielsweise für eine CO2-Abgabe. Wissen Sie, mein grünes Herz schlägt ja höher, wenn sich grüne Forderungen aneignen. Sie wollen eine CO2-Abgabe einführen. Sie sind für die Nachrüstung der Dieselskandalautos. Sie sind für die Nachrüstung aller Schiffsmotoren. Sie brennen ein Feuerwerk an Forderungen ab. Und dann werden Sie von Ihren eigenen Kollegen, ja was eigentlich, man kann doch nicht mal sagen, ausgebremst. Es hört Ihnen einfach keiner zu. Leider. Wo Sie selbst handeln können, federführend im Umweltministerium, da haben Sie teilweise etwas getan. Das eigentlich für 2020 angekündigte Programm zur Entkarbonisierung der Stahl- und Zementindustrie werden Sie vorziehen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber bitte unterstützen Sie nicht nur die Industrie, sondern auch die Verbraucherinnen und den Verbraucher. Die Sie ja interessanterweise für unvernünftig halten. Im Bericht zu den gestiegenen Treibhausgasemissionen im Verkehr schreiben Sie, im Personenverkehr kann dies auch auf den Trend zu leistungsstärkeren und schwereren PKWs zurückgeführt werden. Also einfach ausgedrückt, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind schuld. Sie fahren mehr SUVs, sie kaufen weiterhin Benzinautos. Das tun sie zwar, aber haben Sie schon mal Ihre Energiebesteuerung genauer angeschaut? Wer schmutzige Energie tankt und heizt, der wird vom Staat sogar noch belohnt. Wenn der Staat schon mitverdient am Energieverbrauch der Bürgerinnen und Bürger, dann doch für den Klimaschutz, nicht für dreckige Energie. Unterstützen Sie den Marathonlauf für den Klimaschutz, indem Sie CO2 einen Preis geben, indem Sie endlich den Kohleausstieg machen. Und kümmern Sie sich darum, dass wir unsere Klimaziele einhalten. Dann können wir uns auch Strafzahlungen an die EU sparen. Unterstützen Sie die Gesellschaft und setzen Sie sich nicht an das Ende, sondern an die Spitze der Klimabewegung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Carsten Möhring.